Test the Max. Rettet die Millionen, heißt es heute, denn dieser Mini hier ist genauso viel wert wie ein Bugatti Veyron. Und wenn ich den nachher wegschmeiße, dann kann ich mich gleich nach Paraguay absetzen. Die haben nämlich kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland. Der Mini hier hat sich ziemlich aufgeblasen. 1,97 ist der hoch, aber der darf das auch. Der hat nämlich die Siegergene in sich. Es ist das gleiche Modell wie der X-Raid Monster Mini, der bei der letzten Dakar alle anderen in Sand und Boden gefahren hat. Ich finde, die Kiste sieht hammergeil aus. Man erkennt die Verwandtschaft zum Countryman. Schön, er ist halt ein bisschen mutiert. Vom Original sind immerhin noch übrig zum Beispiel die Türgriffe, die Zierleisten, die Rücklichter und ganz erstaunlicherweise auch die Scharniere der Heckklappe. Darunter seht ihr schon hier der Gitterrohrrahmen. Überhaupt, die Technik stammt zu ungefähr 70% noch vom alten Dakar X3, natürlich auch von X-Raid. Ihr seht hier zwei Reservereifen, ein drittes kommt dann hier rein. Das hier ist alles der Tank, da passen dann 400 Liter Diesel rein. Da oben ist der Kühler fürs Getriebe und den Turbo. Und die Hinterradbremse ist dann sogar auch wassergekühlt. 9000 Kilometer reißen die Burschen ja bei der Dakar runter. Und dabei haben sie es ungefähr so bequem wie in einem Bootcamp. Hier haben wir die sequentielle Sechsgangschaltung, Handbremse für enge Kernen, doppelter Tripmaster für den Beifahrer, GPS kommt noch rein, Multifunktionsdisplay. Ja, und für den Fahrer bleibt dann eigentlich nur noch das Lenkrad und der enge Schemel. Also Komoot ist was anderes, aber es ist sehr sicher, denn sie sitzen hier in einer Art Monocoque wie in der DTM. So sieht es also aus, wenn die Jungs abends im Camp hier am offenen Herzen operieren. Das ist der 3 Liter Biturbo Diesel. Der leistet offiziell ein bisschen über 300 PS. Kein Rennteam dieser Welt würde die wahre Leistungsstärke seiner Maschine verraten. Aber warum sind es jetzt nicht 500? Weil ihm nämlich die Luft zum Atmen genommen wird. Und zwar vom vorgeschriebenen Air Restrictor. Also die Kupplung ist easy peasy, das kann jede Hausfrau bedienen, das ist fast wie in einem normalen Mini. Neben mir übrigens Michel Perrin als Co-Pilot, das ist auch der Co-Pilot von Nani Roma, die sind letztes Jahr Zweiter geworden bei der Dakar. 2 Tonnen hat die Kiste hier, das ist vorgeschrieben, Mindestgewicht in der Klasse. Also er fährt hier durch, als würde es ihn alles überhaupt nicht interessieren, bei 2 Tonnen. Da muss die Bremse natürlich entsprechend dosiert werden. Also die Profis werden hier wahrscheinlich mit Linksbremsen fahren. Aber wenn du hier ein bisschen Gas gibst, merkst du schon, der hat einen Grip und ein Biss hier. Besser als so mancher Straßensportler auf Asphalt. Unglaublich, wie der abzieht. Also die Hinterachse kommt gerne und schnell ist auch gut so. Dadurch wird das Auto relativ gutmütig und beherrschbar. Aber was wirklich heftig ist, wie die Gedärme, wie deine ganzen Organe hier durchgeschüttelt werden. Das ist mit einer der wildesten Ritz, die ich je im Leben gehabt habe. Also vergesst die brutalste Achterbahn der Welt. Also auf das Ding sich einschießen ist sehr schwierig. Aber wenn man sich erstmal, glaube ich, dran gewöhnt hat, dann geht es hier richtig ab. 6 Gänge hat der, 700 Newtonmeter offiziell, wobei ich glaube, das ist jetzt hier eine neue Maschine und der hat bestimmt über 800, so wie sich das anfühlt. Also aufs Gas reagiert er fast schon mit so einer Art Vorahnung, geht sofort ab. In 6,5 ist er auf Sand, wohlgemerkt auf Sand auf 100. Bei 181 ist dann auch Schluss. Mehr gibt das Offroad-Getriebe hier nicht her. Aber ich glaube, das dürfte für die Wüste reichen. Zumal, wenn irgendwo plötzlich Kamel auftaucht, kannst du mir gar nicht mehr ausweichen, dann bestehst der Kameltest nicht. Es ist wie in der Sandprobe spielen, es macht einfach so viel Spaß. Und das Erstaunliche ist, du wirst zwar durchgeschüttelt wie Sau, aber obwohl der nur 25 cm Federweg hat, mehr ist nicht erlaubt, ist er halbwegs rückenfreundlich. Also du musst nach einer Runde hier nicht unbedingt gleich dich beim Kiesertraining anmelden. Also das ist wild, das ist ungezähmt, das ist Abenteuer hier. Ich glaube, wenn der Marlboro-Mann noch leben würde,
der würde sofort hier auf den X-Ray umsteigen. Da willst du sofort nach Patagonien abbauen und nur noch mit dem Monster-Mini hier durch die Prärie fahren und nicht mehr im morgendlichen Raschauer an den Start gehen. Für mich war es nicht nur ein Mordspaß, sondern ich bin jetzt auch reich. Ich habe gerade eine Million gespart. Test the max.